Leute, heute möchte ich euch eine absolut geniale Schusstechnik nahelegen, die wahrscheinlich alle Pros so oder so spielen, denn sie macht euch definitiv präziser mit jeder vollautomatischen Waffe und vor allen Dingen seid ihr auch gerade, wenn ihr strafend eure Gegner besiegt, also seitlich hier hin und her ballert, seid ihr schwerer zu treffen, weil ihr zwischen einer normalen Strafe oder einer schnelleren Strafe-Geschwindigkeit hin und her wechselt. Und ich möchte euch auch gleich an der Wand noch das Streumuster zeigen, wie unterschiedlich das ist. Weil zum einen ist es so, wenn wir aus der Hüfte ganz normal schießen, ich bleibe am besten mal stehen, dann kann man das besser vereinheitlichen. Ich schieße ja mal aus der Hüfte. Okay, jetzt habe ich den Rückstoß relativ gut für meine Verhältnisse kontrolliert. Aber das geht mal links und das geht mal rechts. Und Sinn dieser Übung soll es sein, anvisieren, nicht anvisieren. Habt ihr gesehen, dass das Visier sich kaum hin und her bewegt hat? Ich mache es nochmal vor. Visieren, nicht anvisieren, wieder anvisieren, nicht anvisieren. Es ist nämlich so, wenn ihr anvisiert und ihr beginnt zu schießen und geht dann in die Hüfte, habt ihr für die ersten paar Kugeln genauso viel Genauigkeit, als wenn ihr anvisiert. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal an einer Wand vormachen, was das für einen Unterschied macht. Und ich bin wirklich mit einer 99 aus der Hüfte eine absolute Niete. Aber ihr seht hier das Streumuster, das ist ein heftiger Unterschied. Ich mache es jetzt einfach mal von der Distanz. Ich versuche so gut es geht, jetzt tatsächlich aus der Hüfte das zu kontrollieren. Ihr seht schon, das ist absolut grottig. So, und jetzt visiere ich kurz an. Und ihr seht, das Streumuster ist völlig anders. Klar, ich habe jetzt hier zweimal drüber gefeuert. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen die Höhe kontrollieren. Und ihr seht hier, zwischen visieren und nicht anvisieren. Moment, ich mache jetzt nochmal reines Hüftfeuer. Ihr seht, die Streuung ist deutlich geringer. Selbst für mich, absoluten R99-Noob. Okay, mit der 301 müssen wir nicht versuchen, die ist sowieso allgemein relativ einfach zu handeln. Und der nächste Vorteil ist natürlich, ihr Visier, gerade mit einem Sturmgewehr ist es ja so, die Streuung aus der Hüfte wurde, ich glaube, in Season 16 erhöht. Das heißt Flatline 99 und wie sie alle heißen, die sind aus der Hüfte deutlich schwerer zu handeln, also die Streuung ist deutlich stärker und das merkst du immer wieder, weil ich auch gerne mal hier Crouch spamme und den ganzen Spaß mache. Jetzt guckt euch mal die Streuung an, ich kann ja gerne mal die Streuung hier kurz vormachen. Mit der 99 sieht jetzt auch nicht viel, viel besser aus. Aber der Punkt ist, ihr visiert an, ihr straft relativ langsam. Und wenn ihr dann aber auf einmal aus der Hüfte schießt und der Gegner rechnet nicht damit, dann ist das für den Gegner schwerer klar zu machen. Alles klar, der schießt mal so, dann schießt er mal so. Also er kann euch schwerer treffen. Das wollte ich damit sagen. Jetzt habe ich lange Rede um kurzen Sinn gemacht. Ihr wisst, worum es geht und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Das war's schon wieder von mir. Haut rein, ciao.